Kräfte nähern sich. Sollte das nicht so eine Regierungssache sein? Wofür bezahlen wir denn unsere Steuern? Scheiße, ich glaube, da draußen ist jemand. Du meinst Hilfe? Hilfe! Das ist keine Hilfe, Baby. Das kleine Wiesel hat sich ein paar Kaufhäuser zur Verbreitung seiner Überraschung ausgesucht. Und Abels kennt jeder. Das könnte sogar Amherst's Ground Zero sein. Wir brauchen einen nicht mutierten Stamm des ursprünglichen Virus für einen Vergleich mit den Mutationen bei unseren Patienten. Und den finden wir nur auf den originalen Dollarscheinen mit dem Originalvirus. Was bedeutet, Sie müssen rüber zu Abels und so viele kontaminierte Geldscheine wie möglich herbringen? Wieder einer von diesen Tagen. Eine Weile besetzt. Das ist kein Problem. Ich tue von hier aus, was ich kann. Großartig. Jetzt, da dieses Zeug installiert ist, können wir endlich richtig arbeiten. Gut gemacht. Klasse! Das Waffenarsenal ist jetzt bereit. Mehr Waffen und Ausrüstung für die Guten. Weiter so, Agent. Ich sehe ihn an, dass Sie etwas... Richten Sie, geniert. Nur keine falschen Hemmungen.
Von da drüben können Sie nichts kaufen. Okay, ich gehe wieder in die Arbeit. Okay, wir sehen uns. Viele Leute versuchen ihr Glück in der Dark Zone. Weniger kehren zurück. Warnung! Verlassen des sicheren Bereichs. Ich habe hungrige Kinder! Nicht mein Problem! Na los, na los! Gib mir was! Schussbahn! Vielleicht habe ich welche, vielleicht auch nicht. Lexington Avenue? Die Rikers haben es sich da drüben richtig gemütlich gemacht. Ich weiß, dass du sie hast. Gib mir nur ein paar. Und wenn schon, es spielt eh keine Rolle mehr, wohin wir gehen. James, du klingst wie jemand, der schon mit einem Fuß im Grab steht. Aktives Echo-Signal geortet. Wie geht's so?
Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir, noch das LMB, noch irgendwer sie aufhalten konnte. Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern geschieht, nun, wenig davon ist gut. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Entschuldigen Sie, für welche Zeitung schreiben Sie? Ich arbeite beim Radio, Ma'am. Es gibt Gerüchte, dass die Regierung dieses Gebiet absperrt, um etwas zu vertuschen. Manche sagen sogar, das hier sei das Testgebiet für eine neue biologische Waffe. Bringt jemand bitte diesen Typen hier weg? Okay, Agent. Sie suchen die Geldscheine, mit denen unser Freund Amherst seinen ursprünglichen Virenstamm verbreitet hat. Wir wissen, dass er viel über Abels in Umlauf gebracht hat. Mit etwas Glück müsste es da also reichlich kontaminierte Scheine geben. Und Zivilisten. Das Kaufhaus ist eines der größeren Flüchtlingslager, die wir überwachen. Ich will keine große Sache daraus machen, aber wenn Sie keinen Virusstamm für den Abgleich finden, können wir jede Hoffnung auf einen Impfstoff aufgeben. Also, dass das klar ist, kein Druck. Temperatur steigt. Erhöhte Kohlendioxidwerte gemessen. Oh oh, das hört sich nach einem Brand im Gebäude an. Ich füttere Isaac mit den Bauplänen für den Fall, dass Sie sie brauchen. Berechne Route zur Steuerzentrale des Brandschutzsystems. Brandschutzsystem aktiviert. System in oberen Etagen blockiert. Manuelles Eingreifen erforderlich. Toll. Machen Sie weiter. Ich schaue auf den Plänen des Systems nach, wo es manuelle Zugriffspunkte gibt. Denken Sie daran, Agent. Sie müssen Geldscheine mit dem ursprünglichen Virenstamm einsammeln. Kontrollieren Sie alles. Registrierkassen, Sammelbüchsen, die Trinkgeldkasse im Café. Suchen Sie alles ab, wo Bargeld sein könnte. Thank you.
Scheiße. Erfasse ein Echo in der Nähe. Test auf Viruskontamination negativ. Aktives Echo-Signal geortet. Meine Süße sagte Tansanit. Tun Sie so etwas? Oh Gott, sag mir, dass dir die Uhr nicht gefällt. Na los! Es tut mir leid, meine Kreditkarte funktioniert nicht. Das ist kein Problem. Bitte schön. Und $9.20 zurück. Frohes Fest! Test auf Viruskontamination negativ. Test auf Viruskontamination negativ. Potenzielle Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Ich hoffe, die Cleaners fackeln nicht alles ab, bevor sie diese Geldscheine gefunden haben. Selbst wenn nicht, extreme Hitze zerstört DNA. Ab etwa 95 Grad Celsius brechen die kovalenten Bindungen und dann löst sich die Doppelhelix auf wie ein billiges Abschlussballkleid. Ein Grund mehr, sie in Schach zu halten, Agent. Wie gesagt, kein Druck. Test auf Viruskontamination negativ. Test auf Viruskontamination negativ. Warnung, Brandgefahr entdeckt.
Dem Plan zufolge müsste da irgendwo eine manuelle Zugriffsmöglichkeit sein. Viruskonzentration entdeckt. Bingo. Dann müssen unsere infizierten Geldscheine in der Nähe sein. Halten Sie die Augen offen und lecken Sie sie nicht ab. Warnung. Brandgefahr entdeckt. Ich habe einen anderen manuellen Zugriffspunkt auf das Brandschutzsystem gefunden. Ich schicke Ihnen den Standort. Alarm! Feinde in der Nähe entdeckt. Ich will nicht darauf herumreiten, Agent, aber ich brauche dieses Geld. Intakt. Bei Zimmertemperatur. Keine verbrannten Ränder. Verbrannt heißt Hitze und Hitze heißt runter mit dem Ballkleid. Und vermeiden Sie dabei, getötet zu werden. Verbrannte Agenten helfen uns auch nicht weiter. Warnung. Betreten eines kontaminierten Gebiets. Warnung. Viruskontamination bestätigt. Halten Sie die Augen offen, Agent. Angehörige der JTF haben gerade das Eintreffen weiterer Cleaners beobachtet, während Sie oben beschäftigt waren. Gehen Sie ihnen aus dem Weg. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir brauchen diese Scheine. Fabrik neu, sozusagen. Verlassen des kontaminierten Gebiets.
empfehle den tragbaren chemischen Tank als Ziel. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Agent, unbeschädigte Scheine mit dem ursprünglichen Virenstamm zu finden, war wie die Suche nach Nadeln im Heuhaufen. Aber sie haben es geschafft. Ich kann ihre Rückkehr kaum erwarten. Und, oh, Agent, die nächste Runde geht auf mich, falls es eine gibt. Vielen Dank, Agent. Die Stammprobe, die Sie gesichert haben, ist sehr hilfreich. Ich habe einen Bericht für die Nachwelt und das DCD vorbereitet. Sehen Sie ihn sich an. Die Proben des ursprünglichen Krankheitserregers, die wir von dem Geldschein genommen haben, der als Primärüberträger verwendet wurde, gewähren uns einen Einblick in das Basisgenom des Virus. Ich habe eindeutige Beweise dafür gefunden, dass es künstlich ist. Das Genmaterial von einem halben Dutzend anderer Erreger wurde auf das Pockenvirus übertragen, um es noch tödlicher zu machen. Was einen Virus tödlich macht, ist Wandlungsfähigkeit. Durch eine schnelle Mutation wehrt es sich effizient gegen Antikörper und Medikamente. Was wir an den Proben, die Sie von den Menschen aus dem Bahndepot besorgt haben, sehen, ist, welche genetischen Veränderungen das grüne Gift bereits vollzogen hat. Und die sind bemerkenswert. Das heißt, es wird immer schwieriger, einen Impfstoff zu finden. Genau das habe ich gesucht.
Komm schon, was hast du da? Zentrale an Division. Dringend. Cleaners haben Geiseln in der Bank in der 32. West genommen. Helfen Sie uns. Noch eine Maschine. Ich habe sie gesehen, okay? Ich weiß nicht. Präsenz entdeckt. Irgendwo hier müssen die Schlüssel sein. Gott verdammt, ist da draußen jemand! Ich will mir gar nicht vorstellen, was aus den Geiseln geworden wäre, wenn sie nicht gekommen wären. Endlich, oh, vielen Dank. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Sie sollten helfen. Nicht alles schlimm. Niemand. Wir sind der falsche Gegner für euch! Es ist der Schwierige!
noch mehr Dreck zum Entsorgen. Ich habe hungrige Kinder! Nicht mein Problem! Betreten eines sicheren Bereichs. Ich werde Ihre Kontaktperson bei Schwierigkeiten in diesem Gebiet sein. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen eine äußerst umformende Präsenz attestieren. Ich fühle, dass Ihre positive Kraft zu einer Osmose von Energiekonvergenz führen wird. Falls ich etwas höre, gebe ich Bescheid. Ich spreche über Dinge, die Sie nicht mal brauchen. Wer braucht denn gerade jetzt...